Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu der nächsten Übung. Und zwar ist das hier Aufgabe 6 aus Mai 10. Wir haben einen Montagetisch, der hat vier Stahlrohrbeine und auf diesem Montagetisch soll eine Last noch sein. Die Stahlrohrbeine sind aus Baustahl und die haben einen Außendurchmesser von 30 mm. Sehr wichtig noch, die Stahlrohrbeine sollen eine achtfache Sicherheit auf Druckspannung gegeben haben oder gewährleistet sein. Gesucht ist die erforderlicher Innendurchmesser eines Beines. Zu verstehen ist das folgendermaßen. Wir machen uns hier eine Skizze, damit das besser verständlicher wird. Und zwar, wir haben einen Tisch eigentlich, einen Montagetisch, und der wiegt schon mal 250 Kilogramm. Anschließend haben wir hier eine Last, und diese Last hat schon 4800 Kilogramm. So, dieser Tisch wird quasi von, sage ich mal, vier Stahlrohrbeinen gehalten. Ich sage es mal so, aufrecht gehalten. Nun, wir haben hier einen Außendurchmesser gegeben von so einem Stahlrohrbein und wir sollen den Innendurchmesser berechnen. Gemeint ist folgendermaßen, und zwar wir haben ein, wie nennt man das, Kreisring. Das heißt, diese Stahlrohrbeine, innen sind die hohl und so, das ist quasi der Außendurchmesser. Der Außendurchmesser ist 30 und wir sollen jetzt hier den Innendurchmesser berechnen. Quasi, was ist denn hier für ein Durchmesser, der ja hohl ist in dem Fall? Das Material von dem Baustahl befindet sich hier so. Nun gut, und wie gehen wir jetzt an dieser Aufgabe vor? Wir sollen den Innendurchmesser berechnen. Um so einen Innendurchmesser zu berechnen, müssten wir ja erstmal überhaupt eine Fläche haben. Das haben wir schon in den anderen Übungsaufgaben gemacht. Und zwar, wenn wir uns hier zum Beispiel auf Stichwort Kreis im Stichwörterverzeichnis mal schauen, dann wissen wir, dass wir für den Durchmesser eine Fläche benötigen. Und wie bekommen wir die Fläche? Naja, es gibt einige Stichwörter, die uns zu den Formeln führen, wo wir quasi die Fläche ausrechnen. Und zwar folgendermaßen, wenn wir hier schon dieses Wort lesen, Druckspannung, das ist ein sehr starkes Indizwort, Druckspannung, da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Druck mal zu schauen. Und das führt euch zu einer Seite, wo ihr dann diese Formel hier findet. Wir haben ja schon in den Aufgaben davor mit Zug gearbeitet, mit Scherung. Und dieses Mal machen wir jetzt auch mit Druck. Und hier haben wir diese Hauptformel. Druckspannung ist Kraft durch Fläche. Und wir können jetzt sehen, wir brauchen ja eine Fläche, um den Durchmesser zu berechnen. Deshalb müsste man eigentlich diese Formel nach der Fläche umstellen. Wenn etwas unter dem Bruchstrich gesucht wird, dann bitte ich euch immer, Plätze zu tauschen. Somit haben wir eigentlich ist die Fläche Kraft durch die durch die Druckspannung. Das ist sehr wichtig, weil ihr könnt euch ja vorstellen, hier sind ja die Beine und die Platte und das Gewicht, das zieht ja nicht an den Beinen, sondern es drückt ja da drauf in dieser Richtung. Deswegen ist halt hier Stichwort Druckspannung sehr, sehr wichtig. Nun gut, jetzt geht es darum, wie bekommen wir hier die Kraft? Denn in den Aufgaben davor haben wir ja schon die Kraft gegeben gehabt und in diesem Fall müssen wir die Kraft uns selber ausrechnen. Das hier ist, sagen wir mal, die Druckkraft. Wie kriegen wir das hin? Naja, der Tisch alleine wiegt 250 Kilo und da die Last nochmal 4800, die drücken auf die Beine und man kann das unter Stichwort Gewichtskraft. Wenn ihr unter Stichwort Gewichtskraft mal nachschaut, das ist einfach eine kleine Nebenrechnung und dort findet ihr diese Formel. Die Gewichtskraft ist Masse mal G. So, jetzt kann man hier die Werte einsetzen. Insgesamt haben wir ja, was für eine Masse drücken auf unsere vier Beine? Naja, die 400, 4800 plus, sehr wichtig, die 250 Kilo drücken ja auch nochmal drauf. Somit haben wir hier eine Gesamtmasse von 5050 Kilogramm mal 9,81 Meter die Quadratsekunde. So, wenn wir das jetzt in unseren Taschenrechner eingeben, 5050 mal 9,81. Dann haben wir hier 49.540,5.
49.540,5. So, genau. Und jetzt bitte ich euch nochmal zu schauen unter Stichwort Mechanik. Dort findet ihr heraus, dass auf der Seite findet ihr quasi die Gewichtskraft und die Gewichtskraft wird in Newton angegeben. Und wie, dann habt ihr sowas stehen wie ein Newton kann man auch wie Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde schreiben. Und das haben wir ja in dem Fall. Wir haben ja hier Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Somit sind das sofort auch Newton. Und das ist unsere Kraft, die wir hier oben einsetzen können. So, mit 49.000. 500, ah ne, einen Moment noch, nicht so schnell. Wir dürfen Folgendes nicht vergessen, und zwar diese Kraft drückt ja auf unsere vier Beine, aber wir wollen ja den Durchmesser eines Beines berechnen. Deswegen verteilen wir die gesamte Kraft ja auf die vier Beine, damit wir nur wissen, was ist denn eigentlich, was muss denn so ein, nur ein einziger Bein aushalten. Somit, ich mach's mal so, die Kraft eines Beines wäre jetzt diese 49.540,5 Newton geteilt durch 4. Und das ist die Kraft, die ein Bein aushalten muss. Damit müssen wir jetzt weiterrechnen. Geteilt durch die 4. So. 12.385.125. 12.385.125 Newton. Sehr, sehr wichtig. So, jetzt können wir diese Zahl hier oben einsetzen. 12.385,125 Newton. Und das wird noch geteilt durch die Druckspannung. Und jetzt ist die Frage, ja gut, was haben wir denn für eine Druckspannung? Wenn wir die Aufgabe an sich lesen, dann haben wir hier die RE angegeben mit 235. Das steht eigentlich für die Streckgrenze. Und zwar RE habt ihr auch in der Formel bei Zug quasi, habt ihr auch RE gegeben. Jetzt muss man Folgendes kombinieren. Und zwar, sehr wichtig, wir können nicht die 235 eins zu eins hier hinschreiben. Aus welchem Grund? Wir haben hier, wir sollen eine achtfache Sicherheit gewährleisten. Deshalb Sicherheit, wenn ihr bei euch in der Formel Druck mal schaut, dann habt ihr ja quasi dort eine Formel und zwar direkt darunter mit Hilfe, hier ist die Sicherheit. Das heißt jetzt, eigentlich ist die obere Formel, steht für Quetsch, für, wie nennt man das, für Stahl und die untere Formel steht für Gusseisen und wir haben ja Stahl, wir haben ja Baustahl. Aus diesem Grund nehmen wir die obere Formel und man macht jetzt eine kleine Nebenrechnung und zwar, ich mache das mal hier so an der Seite, die zulässige Druckspannung wäre jetzt in dem Fall Druck geteilt durch die Sicherheitszahl. Ja, wir sollen eine achtfache Sicherheit gewährleisten. Und welchen Wert setzen wir hier ein für Druck? Naja, es ist in dem Fall tatsächlich die Streckgrenze mit 235 Newton. Das pro Quadratmillimeter, das setzen wir jetzt hier oben ein. 235 Newton pro Quadratmillimeter und das teilen wir durch die achtfache Sicherheit. So. Schauen wir mal nach, was dann dabei herauskommt. 2, 3, 5 teilen wir durch die achtfache Sicherheit. 29,375. So. 29,375 Newton pro Quadratmillimeter. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis hier. Der ein oder andere oder ja, stellen sich schon ganz viele die Frage, wieso teilen wir hier eigentlich geteilt durch 8 und nicht multiplizieren mal 8, weil wir wollen ja eine achtfache Sicherheit geben. Viele verstehen diesen kleinen Trick hier nicht. Und zwar folgendermaßen, ganz kurz, wenn wir einen Aufzug hier haben, und wir haben hier ein Seil und wir sagen, dieses Seil kann nur 10 Personen quasi tragen. Und dasselbe Beispiel haben wir jetzt hier auch mit, dieses Seil hält nur 235 Newton pro Quadratmillimeter. Da könnt ihr jetzt nicht sagen, jetzt zum Beispiel hier auf diesen Personenaufzug mal bezogen, da könnt ihr nicht sagen,
Wie viele Leute können da reingehen, damit eine achtfache Sicherheit gewährleistet ist? Da könnt ihr nicht hergehen und sagen, ja, es können 80 Personen rein. Nein, das Seil reißt ja bei 10. Deswegen, wie ist die Sicherheit? Naja, ihr müsst dann geteilt durch die 10, geteilt durch die 8. Und da, um eine achtfache Sicherheit zu geben, dürfte rein theoretisch nur 1,25 oder so Personen hier rein. Genau dasselbe ist auch hier mit dem Streckgrenze oder Druckgrenze. Es reißt bei 235 und um eine Sicherheit zu geben, müssen wir halt teilen. Nur mal so nebenbei. Das stellt sich immer viele diesen Gedanken. Warum teilen und nicht mal? So, jetzt können wir hier den Wert auch einsetzen mit 29,375 Newton pro Quadratmillimeter. Schauen wir mal nach, was für eine Fläche benötigen, damit das System quasi ja, intakt ist. Bei einer Belastung von, wenn so ein Bein mit 12.385,125 belastet wird und so ein Quadratmillimeter kann aber nur 29,375 Newton aushalten. Wir benötigen 421,62 Quadratmillimeter. 421,62 Quadratmillimeter, damit unser Bein nicht ja, kaputt geht. Nun gut, das bedeutet umgekehrten Schluss, diese Fläche hier muss quasi 421 Quadratmillimeter sein. Jetzt ist die Frage, ja gut, und was hilft uns das jetzt aber? Wie kriegen wir den Innendurchmesser? Da gibt es auch verschiedene Rechenarten. Ich zeige euch mal die eine. Und zwar kann man jetzt hergehen und sagen, wir wissen ja, dass der Außendurchmesser eines solchen Rohrbeines 30 mm ist. Dann kann man jetzt ganz normal mit Stichwort Kreis die gesamte Fläche mal ausrechnen, die so ein 30er Bein eigentlich hat. Somit wäre hier A gleich 30 mm. Jetzt bitte nicht vergessen, die Zahl um die Einheit quadrieren, mal Pi durch 4. Jetzt schauen wir mal nach, was wir für eine gesamte Fläche dort haben. So, 30 hoch 2 mal Pi geteilt durch 4. So, 706,86. Machen wir mal hier 706,86 Quadratmillimeter. Jetzt wäre der nächste Schritt ganz einfach von dieser gesamten 700, das ist quasi die gesamte Fläche eines 30er Beines. Und jetzt ziehen wir hier diese Fläche ab, die wir ja ausgerechnet haben mit 400. Und was uns übrig bleiben würde, ist diese, ich mach's mal hier, was uns übrig bleiben würde, wäre diese Fläche nur. Und wir wissen ja mit Hilfe, wieder beim Stichwort Kreis, wie kann man, wenn wir die Fläche eines Kreises haben, wie kann man den Durchmesser berechnen? Naja, mit Hilfe dieser Formel hier. So kann man quasi auch vorgehen. Und zwar macht man dann, ich mach's mal so, A, ja, Innendurchmesser oder so, wäre jetzt hier dieses große A minus, was am minus S zum Beispiel. Somit 706 minus die 421. So, 706,86 minus die 421, hoppala, 62. Schauen wir mal nach, was das für eine Fläche ergibt. 285,24. So, 285,24 Quadratmillimeter. Genau. Und jetzt, das heißt, diese Innenfläche ist 285 und jetzt würden wir ja gerne den Durchmesser berechnen und das machen wir ja hier mit Hilfe dieser Formel bei Stichwort Kreis. Durchmesser berechnet man, indem man die Fläche, so, die Wurzel aus 4 mal die Fläche durch Pi. Ja, und jetzt können wir das auch in den Taschenrechner angeben und dann haben wir auch den Innendurchmesser davon. Und zwar die Wurzel aus 4 mal die Antwort geteilt durch Pi. Dann haben wir 19,06 Millimeter. So, 19,06 Millimeter muss der Durchmesser quasi dann sein. Diese Aufgabe kann man auch auf andere Arten lösen. Man kann jetzt hier zum Beispiel diesen letzten Schritt auch mit Hilfe der, weil das ja ein Kreisring ist. Ihr habt bei euch in der Formelsammlung für Kreisring ja diese Formel gegeben. A ist d
minus d klein. So, und dann mal Pi durch 4 als Beispiel. Und dann müsste man diese Formel nach d klein umstellen, weil das ist ja gesucht quasi. Wenn man halt Formel umstellen kann, dann ist man in dem Fall im Vorteil. Ansonsten wird es halt tricky. Da würde ich lieber das hier in Ruhe Stück für Stück anwenden. Aber ihr könnt das mal probieren, diese Formel umzustellen nach d. Ihr dürft nicht vergessen, d muss positiv sein und nicht negativ. Und da muss auch 19,06 dann rauskommen. Ich bedanke mich weiterhin hier fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.